Jesus erklärt: Ein begriffsstutziger Geist. Verschließe deine Augen nicht vor der Wahrheit. 5. August 2016. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Der Herr segne uns mit seiner Weisheit, liebe Herzbewohner. Jesus begann: Habt keine Angst davor, falsch zu liegen. Wenn ihr diese Angst habt, werdet ihr sicherlich von Satan manipuliert werden. Wenn ihr euch nicht darum kümmert, richtig oder falsch zu liegen, sondern vielmehr zählt einzig und allein die Wahrheit für euch, dann werden die Dämonen euch nicht beeinflussen können. Sehr oft lasse ich Fehler zu, weil ich die Seele zu einem Durchbruch auf eine höhere Erkenntnisstufe führe. Aber vor der Beförderung kommt immer zuerst die Demut. Meine Lieben, da ist nichts falsch daran, sich zu irren. Aber die Augen vor der Wahrheit zu verschließen, ist komplett falsch. Wenn eine Seele zur Überzeugung gelangt, selbst Recht zu haben, dann wird ein begriffsstutziger Geist hereingelassen. Ein begriffsstutziger Geist baut Wände auf, die euch blind machen für die Wahrheit. Wann immer euch Wissen bedroht, kreieren sie in eurer Denkweise einen toten Winkel. Wenn dies über Jahre hinweg andauert, dann wird die Welt einer solchen Person immer enger und begrenzter. Bitte stuf den Wert der Wahrheit immer höher ein, als Recht haben zu müssen. Dann wird euch dies nicht passieren. Ich führe meine Gefäße über ganz viele Wege des Brechens und Umgestaltens und ihre Anzahl ist höher, als dass ihr sie zählen könntet. Wenn ihr kommt, um mir zu dienen, habe ich Pläne, die ich automatisch in Gang setze, damit ihr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen könnt. Seid nicht stur oder nachlässig, meine Lieben. Alles dient zu eurem Besten und zum Besten meines Leibes. An jenem Punkt kam mir das Bauen eines Hochhauses in den Sinn. Das Fundament reicht viele Meter tief hinunter, um das Gebäude oben zu stabilisieren. Nun, je wichtiger der Dienst, umso länger und tiefgreifender die Vorbereitung. Zumindest war das meine Beobachtung. Ich reinige meine Gefäße zu dieser Stunde. Seid also nicht überrascht, wenn ihr ein paar tote Winkel entdeckt in eurem Leben. Besser jetzt als später. Woran ihr jetzt arbeitet, wird euch nicht mehr daran hindern, voranzuschreiten. Wenn ihr ablehnt, daran zu arbeiten, wird es euch zurückhalten. Genau wie die Israeliten zurückgehalten wurden, als sie über 40 Jahre ununterbrochen um den Berg wanderten. Seelen, die in dieses Lebensmuster hineinfallen, werden sich selbst erst kennenlernen, wenn ich sie in den Himmel nehme. Dann wird alles ganz deutlich erkannt werden. Für einige ist es ein schmerzlicher Schock. Und für andere eine glückliche Überraschung. Wenn ihr mich kennt, mich wirklich kennt auf dieser Erde, werdet ihr euch auch selbst kennen, weil ich euch alles beibringe über euch selbst, während ihr mir mit eurem ganzen Herzen folgt. Habt also keine Angst davor, falsch zu liegen. Seid aber immer besorgt, die Wahrheit nicht zu übersehen oder zu verpassen. Bleibt mir gegenüber treu und bleibt der Wahrheit gegenüber treu, dann gibt es nichts, wofür ihr euch schämen müsst zu jener Stunde.